The walk on to the USA, exposed for all to see. The public has the right to know, don't trip the whistleblower. Hiding from the Yankees, Australia should bring him home to help that freedom. Willkommen! Heute ist der 18. März 2021. Es ist ein besonderer Tag. Es ist der Tag der politischen Gefangenen. Und wir sind hier für einen politischen Gefangenen.
der auf Betreiben der USA seit über 10 Jahren nicht mehr in Freiheit ist. Und Julian Assange ist ein politischer Gefangener. Und er ist nicht in irgendeinem der sogenannten, von unseren Medien so deklarierten Feindstaaten, obwohl sie uns gar nichts Böses wollen, wie jetzt Russland oder China oder der Iran so bezeichnet werden. Nein, Julian Assange ist ein politischer Gefangener und er ist in Großbritannien, in London, in dem Gefängnis Belmarsh, Ihrer Majestät der Königin. Die australische Senatorin Janet Rice bat alle, sich für Julian Assange einzusetzen, um ihn aus dem Belmarsh-Gefängnis in London zu holen. Sie sagte, weil er die Wahrheit gesagt hat, weil er Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, weil er die Wahrheit über die Macht gesagt hat. Deshalb ist er dort, weil die Mächtigen die Wahrheit, die er sagt, nicht hören wollen. Der australische Parlamentsabgeordnete Julian Hill forderte die australische Regierung ebenfalls auf, das Richtige zu tun, um Julian Assange zu retten und sagte, dass dieser Fall von Natur aus politisch ist. Julian Hill sagte, die Verfolgung von Julian Assange muss jetzt enden. Mit der richtigen Diplomatie könnte die Biden-Administration dies sofort beenden. Die Behandlung von Julian Assange korrumpiert unsere Allianzen mit den USA und macht das britische Justizsystem und das internationale Recht zum Gespött. Und zum Schluss richtete Senator Peter Wish Wilson in der letzten Februarwoche in der australischen Senatskammer einen eindringlichen Appell an den neuen Generalstaatsanwalt Merrick Garland und an Präsident Joe Biden, die Nabelschnur zu Trumps Administration zu kappen und die Anklage gegen Julian Assange endlich fallen zu lassen und ein für allemal zu beenden. Ja, das waren deutliche Worte im australischen Parlament. Und wie gesagt, heute zum Tag des politischen Gefangenen, wo überall auf der Welt daran erinnert wird, dass es nicht nur um diese einzelnen politischen Gefangenen geht, sondern dass sie ein Symbol sind. Und das, was wir mit Julian Assange ja erleben, ist dieses, dass ein Exempel statuiert wird für andere Journalisten, für andere Menschen, die Wahrheit aufzudecken. Und die Macht und die Mächtigen haben solche Angst vor der Wahrheit. Weil wenn die Wahrheit bekannt ist, dann stehen sie nackt da. Dann können sie uns nicht mehr manipulieren und in die Irre führen. Und deswegen ist es so wichtig für den investigativen Journalismus, für die Menschen, die so mutig sind, die Wahrheit zu veröffentlichen, Partei zu ergreifen. Und das, was WikiLeaks veröffentlicht hat und was man heute noch nachlesen kann, dient auch heute noch als Quelle, als wahre Quelle, um Situationen in der Welt einschätzen zu können. Freiheit für Julian Assange. Free, free, free Assange. Free, free, free Assange. Free,
Free! Free Assange! Freiheit für Julian Assange. Journalismus ist kein Verbrechen. 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 Freiheit für Julian Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Freiheit für Julian Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Freiheit für Julian Assange. Die Zeit haben wir auch noch. Wie oft sind wir jetzt hier lang gelaufen, Almut? Ich habe das auch bei mir auf dem Zettel. 5-mal bestimmt schon. Und heute dürfen wir nicht mehr. Suchen Sie mich? Ja. Ah, Sie ja. Haben ich habe eine. Free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Free Assange. Journalismus ist kein Verbrechen. USA, lasst die Anklage gegen Julian Assange fallen. Lasst ihn frei. Das gebe ich ihm vor. Lasst ihn frei. Das ist da. Lasst ihn frei. Okay, also ich habe angemeldet, dass wir eine Zwischenkundgebung an der Wilhelmstraße Free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Nein, weil wir gar nicht die Sicherheit gewährt haben. Free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Du hattest gesagt, du machst vielleicht einen Banner für. Der eigentlich in Freiheit sein muss. Denn es gibt keinen Grund mehr, ihn im Gefängnis festzuhalten. Doch die USA sind in Revision gegangen. Und Großbritannien hält Julian Assange weiterhin im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London fest. Freiheit für den Journalisten Julian Assange. Free Assange. Free Assange. Free Assange. Lasst ihn frei. Sofort. Lasst ihn frei. Sofort. Lasst ihn frei. Sofort. Lasst ihn frei. Free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Free Assange. Journalismus ist kein Verbrechen. Free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Free Assange. Journalismus ist kein Verbrechen. Andale. Dass auf seinem Zettel das nicht draufsteht, dass wir da diese Strecke angemeldet hätten und auch da eine Zwischenkundgebung. Ja, das ist doch richtig. Doch. Er hat es nicht. Es ist, bei ihm steht es nicht drauf und deswegen können wir da nicht hingehen. Und deswegen sagt er uns, dass wir jetzt zurückgehen sollen auf unsere Station, die wir immer haben. Hast du also eine Anmeldung Platz? Noch mit von den anderen? Ich habe meine Anmeldung, aber ich habe ja jetzt die Sachen so. Da hinten, das konnte ich noch nicht zeigen. Er hat gesagt, es wäre egal, was bei mir auf dem Zettel steht.
Es gilt für ihn nur das, was bei ihm auf dem Zettel steht. Er hat eine Anweisung von heute, dass wir da steht praktisch nichts drauf von dieser Route also, dort. Die Exekutive ist leider nicht richtig informiert und hat uns untersagt, wie eigentlich, ich weiß nicht, wie oft die letzten Male, ich glaube mal die letzten 10 Male sind wir auf jeden Fall immer runtergezogen zur Wilhelmstraße bis zu den Pollern, haben dort eine Zwischenkundgebung gemacht und dies wird uns heute von der Exekutive hier vor Ort untersagt. Ja, der ist Anfänger. Das, was wir haben, wo treu sein, was sie dürfen, nicht immer anders. Okay, also es scheint so zu sein. Dann gehen wir auf die Mittelinsel wieder zurück. Wir werden jetzt hier nicht in Konfrontation gehen. Obwohl wir schriftlich haben, dass wir runtergehen dürfen und eine Zwischenkundgebung in der Nähe der britischen Botschaft abhalten können, scheint die Polizei hier vor Ort es nicht auf ihrem Computerbildschirm zu haben und hat es uns jetzt hiermit untersagt. Wir gehen wieder zurück. Es ist, für mich ist es eine Willkürmaßnahme der Exekutive, wenn schriftliche Bestätigungen keinen Wert mehr haben, sondern sie sich das hier vor Ort uns sagen können, wir dürfen es nicht machen. Uns geht es letztendlich um Julian Assange. Wir sind hier, weil die USA weiterhin die Verfolgung dieses Journalisten und Verlegers betreiben seit über 10 Jahren, ihm die Freiheit verwehren. Deshalb sind wir hier und deshalb bleiben wir hier und wir kommen auch wieder hierher. Und dann haben die Briten heute mal Glück gehabt. Free! Free! Free Assange! Hört auf, die Pressefreiheit zu verfolgen und zu beschädigen. Freiheit für Julian Assange! Free! Free! Free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free! Free! Free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free, free Assange. Journalismus ist kein Verbrechen. Von diesem Ganzen, jetzt muss ich das erstmal wiederfinden. Es gibt ja diese Seite assangedefense.org und da gibt es so Pressemitteilungen drauf auch und da habe ich mir eine ausgedruckt. Diese Defense Assange-Seite, das ist eine US-amerikanische Koalition. Die haben sich also letztes Jahr gebildet zur Befreiung von Julian Assange. Und das Projekt ist verbunden mit der Courage Foundation. Das kennt ihr ja sicher auch. Die fordern die sofortige Freilassung von Julian Assange.
das Fallenlassen der Anklagen, eine sichere Reise zu einem sicheren Ort, wo er sich dann aufhalten kann, seiner Wahl auch und Kompensation für die erlittenen Schäden, die er ebenfalls durch Folter erlitten hat. Psychologische Folter, weiße Folter. Vorsitzende von dieser Organisation sind Daniel Ellsberg, Alice Walker, die Schriftstellerin, die Farbe Lila, kennt vielleicht jemand, und Noam Chomsky. Das Reporters Committee for Freedom of the Press fand einen gewissen Grund für Optimismus. Deswegen lese ich es eigentlich auch vor, weil es mal was Positives ist, und stellte fest, dass Garland in einer Reihe von Fällen eine starke Position zu Fragen des ersten Verfassungszusatzes eingenommen hat. Insbesondere, so bemerkt diese Reporters Committee, verteidigte Garland das Recht der Medien, fragwürdige, das ist in Anführungsstrichen jetzt gemeint, erhaltene Informationen zu veröffentlichen. Und er unterstützte ein stärkeres Reporterprivileg und zeigte in seinen Entscheidungen zu Freedom of the Information Act Fällen ein Engagement für die Transparenz der Regierung. Garlands Nominierung passierte den Justizausschuss des Senats letzte Woche mit 15-7 Stimmen nach einem relativ routinemäßigen Verfahren. Fragen der Pressefreiheit waren leider kein Hauptthema, da also wissen wir nichts darüber jetzt, von Garlands Bestätigungsanhörung, und der Fall Assange wurde auch nicht zur Sprache gebracht. Aber ein paar Dinge stachen als potenziell relevant dafür hervor, wie eventuell Garland als Justizminister handeln könnte. Er sagte aus, dass er es nicht zulassen würde, dass die Politik Entscheidungen über die Strafverfolgung beeinflusst und dass er dem Druck des Weißen Hauses widerstehen würde. Auf den ersten Blick ist es eine willkommene Änderung des Tons. Es war ja das Trump-Justizministerium, das den Fall Assange politisierte, nachdem das Obama-Justizministerium zuvor entschieden hatte, dass eine Strafverfolgung von Assange ein New York Times-Problem schaffen würde. Ja, klar, weil die New York Times eben auch diese Cables und WikiLeaks-Sachen veröffentlicht hat. Ja, Moment. Also ich habe jetzt nochmal mich akut angerufen. Das wird ein Fehler unsererseits gewesen sein, dass das von Ihrer Versammlungsbehörde, wo Sie sich angemeldet haben, nicht weitergetragen wurde, beziehungsweise nicht richtig deklariert wurde. Sie haben jetzt die Möglichkeit, bis zur Wilhelmstraße und wieder zurückzulaufen, wo wie Sie gerne wollen. Nee, ich sag jetzt, bin korrekt. Ja, ist gut. Und wenn Sie mir das so sagen, dann kümmere ich mich drum. Ja. Weil irgendwo muss ja der Fehler sein. Mhm. Ja, und wenn der Fehler bei uns liegt, weil das nicht richtig aufgeschrieben wurde, dann muss ich mich darum kümmern. Mhm. Weil ich vertraue Ihnen ja, wenn Sie mir das zeigen, dann muss ja irgendwo der Fehler sein. Also Sie dürfen jetzt in voller Breite, so wie Sie das wollen, bis zur Wilhelmstraße. Ich bin nicht jemand, der alles verbietet, sondern ich Wir dürfen. Ich mache jetzt hier so viele Jahre aus. Immerhin. Bis jetzt gab es noch nie Probleme. Und wenn Sie mir, etwas zeigen, ja, dann brauche ich nicht. Ja, also Sie dürfen laufen und dazu. Okay? Ja. Ja, also jetzt dürfen wir doch laufen. Die Polizei hat dann Einsehen und ich denke, ich höre einfach mal auf mit meinem Vorlesen. Der Schlusssatz, den lese ich noch mal vor. Also er nimmt zwar Rücksicht, dieser Garland, aber seine Rücksichtnahme könnte auch die alte mit Maxime auslösen. Eine aufgeschobene Gerechtigkeit ist eine verweigerte Gerechtigkeit. Das bezieht sich darauf, dass der sich halt noch nicht geäußert hat und vielleicht auf die Staatsanwälte noch Rücksicht nimmt und das Ganze so ein bisschen in die Länge gezogen werden wird. Ja, okay, das war's dann. Dann gehen wir jetzt lieber los. Free Julian Assange! Free Julian Assange! Free Julian Assange! Und dürfen wir denn noch? Ja, wie beim letzten Mal, wie immer laufen wir. Auf der Straße. Ja, ich würde sagen auf der Straße, ja klar.
Free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Lasst ihn raus! Lasst ihn frei! Lasst ihn frei! Free Assange! Free Assange! Julian Assange wird seit über 10 Jahren seiner Freiheit beraubt, nur weil er Kriegsverbrechen veröffentlicht hat. Und obwohl das Auslieferungsbegehren der USA in Großbritannien abgelehnt worden ist, ist er immer noch nicht frei. Lasst ihn frei! Sofort! Lasst ihn frei! Sofort! Lasst ihn frei! Sofort! Free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Lasst ihn frei! Sofort! Heute ist der Tag der politischen Gefangenen. Großbritannien hält einen politischen Gefangenen fest, den Journalisten und Verleger Julian Assange. Seit über 10 Jahren ist er seiner Freiheit beraubt, weil er Kriegsverbrechen veröffentlicht hat. Aufgedeckt und veröffentlicht. Großbritannien beendet diese Schande. Diese Schande für das Justizwesen, diese Schande für die Grundrechte. Lasst den Journalisten Julian Assange endlich frei. Lasst ihn frei. Sofort. Lasst ihn frei. Sofort. Lasst ihn frei. Sofort! Lasst ihn frei! Sofort! Lasst ihn frei! Sofort! Free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Es ist eine Schande! Julian Assange, es gibt keinen Grund mehr, ihn im Gefängnis zu lassen. Das Auslieferungsersuchen der USA wurde von der Richterin abgelehnt. Und dennoch ist Julian Assange immer noch in Haft in London. Heute, am Tag der politischen Gefangenen, fordern wir Großbritannien auf. Lasst endlich den politischen Gefangenen Julian Assange frei. Lasst ihn frei. Sofort. 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 Free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Großbritannien, hört auf mit dieser Schande. Lasst den Journalisten Julian Assange frei. Politische Gefangene haben bei uns nichts zu suchen. Hört auf, die Pressefreiheit mit Füßen zu treten. Schande über euch. Shame on you! Shame on you!
Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Julian Assange hat nichts verbrochen, außer Kriegsverbrechen zu veröffentlichen. Und deswegen ist er seit über 10 Jahren seiner Freiheit beraubt. Großbritannien behält ihn im Gefängnis, obwohl der Auslieferungsantrag der USA abgelehnt worden ist. Er ist ein politischer Gefangener. Großbritannien, heute am Tag der politischen Gefangenen fordern wir, lasst endlich den politischen Gefangenen, den australischen Journalisten und Verleger Julian Assange frei. Lasst ihn frei, sofort. Lasst ihn frei, sofort. Freiheit für Julian Assange. Freiheit für alle politischen Gefangenen. Freiheit für die Presse. Freie Presse. Wir benötigen die Wahrheit zum Überleben. Wir benötigen die Wahrheit, um richtige Entscheidungen treffen zu können. Wir benötigen die Wahrheit, um die richtigen Politiker wählen zu können. Es ist ein Angriff auf die Demokratie. Es ist ein Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit, die hier passiert. Hier sind wir vor der Botschaft von Großbritannien. Großbritannien, lasst ihn endlich frei. Lasst ihn frei. Sofort. Lasst ihn frei. Sofort. Lasst ihn frei. Sofort. Lasst ihn frei. Sofort. Free, free, free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Hallo Großbritannien! Glaubt nicht, dass das normal ist! Glaubt nicht, wir sind so blöd, dass wir uns daran gewöhnen! Es ist nicht normal, dass jemand unschuldig im Hochsicherheitstrakt sitzt! Es ist nicht normal, dass er 10 Minuten höchstens telefonieren darf. Lasst ihn frei. Let him go now. He's innocent. He's a brave man. Shame on you. 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 Shame on you, Großbritannien. Wir lassen uns unsere Demokratie, die Pressefreiheit nicht von euch wegnehmen. Ihr versucht, andere Journalisten einzuschüchtern, dadurch, dass ihr den mutigsten unter ihnen in Gefangenschaft verrotten lassen wollt. Wir lassen euch das nicht durchgehen. Wir kommen wieder. Lasst ihn frei. Sofort. Lasst ihn frei. Sofort. Lasst ihn frei. Sofort. Drehen wir jetzt langsam wieder und gehen den gleichen Weg wieder zurück, den wir gekommen sind. Und wir kommen aber wieder. Wir kommen wieder. Außer ihr lasst ihn endlich frei. Großbritannien, euer Ansehen in der Welt sinkt. Diktatoren freuen sich, den Finger auf euch richten zu können. Und wenn ihr glaubt, mit Menschenrechten argumentieren zu können, wird ständig die Antwort kommen, was macht ihr mit Julian Assange? Genau. Free,
free, free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free, free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free, free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free, free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free, free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free, free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Lasst ihn raus! Sofort! Lasst ihn raus! Lasst ihn raus! Lasst ihn frei! Free, free, free Assange! Journalismus ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Freiheit für Julian Assange! Free, free, free Assange! Er ist im Gefängnis in London in Belmarsh und nur aus einem Grund, weil er die Wahrheit veröffentlicht hat. Freiheit für Julian Assange. Free, free, free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free, free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Lasst ihn frei. Lasst ihn frei. Lasst ihn frei! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! 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 Free, free, free Assange. Journalismus ist kein Verbrechen. Free, free, free Assange. Journalismus ist kein Verbrechen. Schön, dass wir jetzt doch noch zur britischen Botschaft gehen konnten. Wie kam das denn? Kannst du das mal erklären, wie das kam? Es hat wohl eine interne Übermittlungsfehler gegeben. Aber, das kann doch nicht sein. Aber sie haben sich selbst drum gekümmert und haben nochmal nachgehakt, haben es aufgeklärt. Deswegen sind wir froh, dass wir das jetzt heute doch noch machen konnten. Ja, der ist nicht schlecht, der ist nur geladig worden von uns auch. Nee, das ist ein Schlecht, ja. Hallo Berlin! Freiheit für Julian Assange! Free, free, free Assange! Ja, liebe Freunde, also, ich nehme das jetzt doch, was hier hinterhat. Vielen Dank, dass ihr hier seid, dass ihr Gesicht zeigt. Ich hatte vorhin schon 20 Minuten, Viertelstunde Livestream, sodass auch in Facebook die Leute wieder wissen, erfahren, dass wir heute hier wieder zu Gast sind vor der US-Botschaft, um Gesicht zu zeigen für die Freiheit für den Julian Assange. Der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, es gibt einen internationalen Strafgerichtshof. Wir haben überall auf der Welt, außer in Europa hauptsächlich, wenn wir die Ukraine mal außen vor lassen, haben wir überall Kriege auf der Welt, überall Konflikte hauptsächlich. Initiiert von den Vereinigten Staaten von Amerika und seinen NATO-Marionettenregierungen. Da geht es um heiße Kriege, um stille Regime-Change. Und die Frage ist eben, warum wird niemand von den Staats- und Regierungschefs dafür zur Verantwortung gezogen, wie zum Beispiel Tony Blair. Wir schreiben jetzt bald den 20. März, in zwei Tagen. Da hat 2003 der Krieg gegen den Irak, der dritte Golfkrieg oder der zweite US-Krieg gegen den Irak begonnen. Ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, das weiß heutzutage jeder. Das wird auch jeder in den Pressenachrichten nachlesen können. Und trotzdem wird weder Colin Powell noch George W. Bush noch
Tony Blair zur Verantwortung gezogen vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Das gilt es zu verurteilen und das, wenn wir das vergleichen, deswegen können wir uns sicher sein, dass Julian Assange nie einen fairen Prozess bekommen wird. Aber die Kriegsverbrecher, die lässt man laufen. In diesem Sinne, wir stehen hier einige Veranstaltungen hier in Berlin und ich will gar nicht vorgreifen, aber von meiner Seite aus ein ganz, ganz großes herzliches Dankeschön an Frank, an unseren Filmemacher hier, wo ich nur sagen kann, es gibt keinen besseren Filmemacher, wo es unkomplizierter gewesen ist, die letzten Monate hier gemeinsam zusammenzuarbeiten. Und die Werke, die seht ihr auf unserer Facebook-Seite bzw. auf unserer Internetseite. Dann hätte ich noch einen kurzen Programmhinweis, eine kurze Ankündigung für den 27.03., also an Samstag von 14 bis 18 Uhr, hier an selbigen Ort, an selbige Stelle, findet die Kundgebung statt. 6 Jahre Krieg im Jemen sind genug. Und da haben sich einige tolle Redner angesagt, unter anderem Rosemarie Meuer. Rosemarie Meuer ist eine Whistleblowerin, die sich mit Rheinmetall angelegt hat. Sie wird hier eine Rede reden, das ist eine US-Amerikanerin, Mutter mit 6 Kindern. Sie hat zugesagt, hier Worte in Englisch und in Deutsch zu verlieren über die Machenschaften von Rheinmetall, also die Kriegsverbrechen, die mit deutschen Waffen, mit deutschen Granaten verübt werden im Jemen, in Irak, in Afghanistan, in Syrien, überall. Es wird unter anderem auch dabei sein der Norbert von Kündig Air Base Rammstein. Auch das ist ja ein riesengroßes aktuelles Thema hier in Deutschland, das sich ja dazu geäußert hat, dass der Welt das Versprechen abgegeben hat, dass von deutschem Boden nie Krieg, nur Frieden ausgehen wird, so heißt es korrekt, so ist es formuliert, es wird von deutschem Boden nur Frieden ausgehen, so steht es im 2+4 Vertrag von 1990 im Artikel 2 formuliert. Und über den deutschen Boden werden also US-Signale für die Drohnenmorde empfangen, die dann Hellfire-Raketen abschießen, unschuldige Zivilisten entgegen jedem Völkerrecht, Kriegsverbrechen begangen werden und das natürlich von deutschem Boden aus. Und es wird noch eine Oma gegen Krieg oder so, eine Frau Pistorius hat sich angekündigt zu reden. Du hattest mir, glaube ich, den Kontakt. Cornelia. Cornelia, genau. Sie wird also auch da sein und sprechen. Das heißt, das Thema ist der Krieg im Jemen am 27.03. Aber es gibt viele Assange-Freunde, die hier Gesicht für die Freiheit von Julian Assange während dieser Kundgebung mitzeigen. Und die Kundgebung am 27.03. beginnt um 14 Uhr. Und zuvor findet aber von 10 bis 13 Uhr das berühmt-berüchtigte Kunstprojekt von der Whistleblower AG Arbeitsgruppe aus Cottbus um und mit dem Ingo statt. Die werden nämlich von 10 bis 13 Uhr wieder an der britischen Botschaft an der Wilhelmstraße stehen mit Schildern für die Freiheit von Julian Assange. Und ich würde mich freuen, wenn sich der eine oder andere da auch nochmal bereit erklärt, die eine oder andere Stunde dort mit dabei zu sein, Gesicht zu zeigen, direkt vor der Botschaft und dann direkt hierher zu kommen. 10 bis 14 Uhr, es ist, du sagtest 13. 10 bis 13? 10 bis 14 Uhr. 10 bis 13 ist da vorne an der Botschaft und ab 14 Uhr beginnt es hier. Also Ingo hat es mir geschrieben, 10 bis 13 Uhr, diese 3 Stunden, genau. Und was dann nochmal ganz spannend ist, und das ist auch wieder so ein unfassbares Thema, was in unseren Medien untergeht. Nach unserer Veranstaltung am 27.03. nach 6 Jahren Jemen-Krieg sind genug, findet auf der anderen Seite vom Brandenburger Tor eine Kundgebung statt von Palästinensern. Free Palestine, das sind auch Kriegsverbrechen, die gerade die israelische Regierung um Netanyahu und Co. seit Jahrzehnten schonungslos betreiben kann, ein Apartheid-System und einen völkerrechtswidrigen Vernichtungskrieg gegen das palästinensische Volk. Vielen Dank, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Freiheit für Julian Assange, das soll es von mir gewesen sein. Free Assange! Free Assange! Free Assange! Free Assange! Free Assange! Free Assange now! Free Assange now! Ich habe mir noch nie gesehen, wie es ist.
Freiheit für Julian Assange. Free, free, free Assange. Free, free, free Assange.